Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Ja, in der letzten Folge haben wir die Schmiedin auf dem Schützenpass gefunden, die ja scheinbar ein bisschen Gefallen an unserem Helden gefunden hat. Sogar Fidget ist das aufgefallen, dass sie geflirtet hat mit ihm. Aber sie hat uns auch eine neue Rüstung gegeben. Und allerhand andere Möglichkeiten. Also einmal eine neue Quest. Beziehungsweise eine Weiterführung der Quest war es, glaube ich. Genau, der Schmied. Du hast die Tochter des Schmieds Haley getroffen. Sie kann jetzt nach jedem Baumplan, den du findest, Ausrüstungsstücke herstellen. Damit sie dir auch weiterhin helfen kann, hat sie dich gebeten, dass du ein besonderes Gerät findest, mit dem du von jedem beliebigen Ort aus mit ihr sprechen kannst. Suche ein blaues Resonanztor im Wald von Abadis. Genau. Okay. Das heißt, wir können jetzt auch durch blaue Resonanztore. Ich muss gerade mal gucken. Ups, das war jetzt nicht so geplant. Hier können wir nicht durch. Und hier rüber geht es dann nur wieder zur Schmiede zurück. Kommt, atmet mal, oder ohne mich in die Luft zu jagen. Wow, sogar ein Bauplan für einen Ring. Der macht Glück plus 2. Ein schmutziger Ring ohne besonderen Zweck. Aber es steht nicht dran, wie viel Material er braucht. Hm. Okay, hier geht es nur zur Schmiede zurück. Und hier können wir mal nach unten abkürzen. Oh, da drüben ist ein Schlüssel. Ah. Dankeschön für den Schlüssel. Und hier sind wir direkt auf der anderen Seite der Schmiede. Okay. Ja, hier scheint auch nichts mehr weiter zu sein auf der Ebene. Jetzt gehen wir mal eine tiefer. Weil, genau, hier ist das erste blaue Resonanztor. Ach, und das bringt uns wohl zum Teleporter. An dem Fuß des Berges. Ah. Notiz hinzugefügt, das Mädchen. Mach dir keine Sorgen, ich habe sie an einen sicheren Ort in einen Käfig gesetzt. Falls du sie jemals finden musst, ritt einfach über der Holzbrücke bei Grubenheim hoch nach oben und versuch bloß nicht deinen Wandsprungtrick, um sie zu erreichen. Du wirst abstürzen und dir den Hals brechen. Ah, wie nett. So, wir sind jetzt wieder ganz unten. Da wollte ich eigentlich jetzt noch nicht hin, erstmal. Aber gut, dann lassen wir den Schützenpass das erste Mal ruhen. Wir müssen hier ja eh nochmal hin, um ihr das Gerät dann zu bringen, wahrscheinlich. Und sowieso, wenn wir ein paar neue Fähigkeiten gelernt haben. Oh, diesmal sitzt Fidget nicht hier. Hm. Okay, den Schützenpass 80% Map, 25% Schätze. Dorf Aurora 37% Karten und 37% Schätze. Ich will jetzt erst einmal zurück zur Lichtung. Genau. Und ich könnte hier wieder in die Lichtung rein. Darf ich da rein? Ja, darf ich. Hier wird auf jeden Fall schon mal eine Bombenfrucht gebraucht. Und hier nach oben. Ja, dann kommen wir zu einer Bombenfrucht. Die wir aber nicht so leicht nach hier unten bekommen, hä?
Ja, doch, wir kriegen sie nach hier unten. Das bringt uns aber herzlich wenig. Weil wir von da aus dann nicht weiterkommen. Ne? Hier kommen wir nicht rein. Okay. Haben die sich ja schlau einfallen lassen. Gut, also Cheaten ist nicht drin. Fidget hockt wieder nicht da oben. Da müssen wir halt hier rein. Die Lichtung. So. Wieder ein paar einfache Gegner töten. Jetzt können wir sogar den Schleim relativ leicht wegholzen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir müssen auch noch eine 1000er-Kombo schaffen. Mit etwas Glück schaffen wir die nachher in dem Wald, dann, wenn wir gegen die Hauptarmee kämpfen müssen. Ja, ich bin sehr zuversichtlich, nicht wahr? Da ist die alte Kova, ob sie uns noch was zu sagen hat. So, you're helping those people out? Natürlich, wir helfen jedem, den wir finden. Wir sind nämlich die Guten. We're doing our best. That's a good boy. Ja, wir sind ein guter Junge. So. Hallo, Häschen. Ach, du bist nur ein... ihr seid Hirsche. Das hätte ich euch fast beinahe getötet. Sorry. Du bist aber ein garstiger Schleim. Aber gibt's wenigstens ein paar Münzen. Hier können wir noch nicht hoch. Weil wir immer noch nicht gelernt haben, uns an den Dingern festzuhalten. Und hoffentlich werden die Monster nachher etwas, ja, die Gegner besser gesagt, etwas herausfordernder. Ja, das ist ja wirklich fast nicht der Rede wert. Gegen was wir hier kämpfen. So kriegen wir keine 1000er-Kombo zusammen. So, hier unten wollte ich nämlich lang. Erstmal sprengen wir die Gegner weg, genau. Alle weg. Gut, und jetzt holen wir die Bombe. Die können wir sogar von ziemlich weit weg holen. Wow. Und das Ding wegsprengen. So, was haben wir hier unten? Außer ein paar Gegnern. Der hat gerade Papier hinterlassen. Jupp. Oh, eine Aveklaue. Koboldhäute, die brauchen wir für eine Quest. Die finden wir aber wahrscheinlich im Wald. So. Ah, ein Käfig. Okay. Wir brauchen 4 Schlüssel und wir haben 3. Toll. Hm. Sprengen wir mal die Wand da weg. Kriegen wir noch so ein geheimnisvolles Wandhuhn. Darüber beklagen wir uns ja lieber nicht. Aber gut, den Käfig kriegen wir nicht auf. Wir brauchen 4 Schlüssel dafür, was etwas heftig ist. Ich könnte jetzt bei meinem Händlerfreund da drüben einen Schlüssel kaufen und das Ding öffnen. Aber man sieht ja sowieso auf der Karte, uns fehlen noch hier, hier und hier Sachen. Also hier müssen wir eh nochmal zurück. Wir müssen uns nur merken, dass wir gucken, dass wir 4 Schlüssel haben. Wobei ich denke, dass wir die 4 Schlüssel auch ganz schnell zusammenkriegen. Beziehungsweise hier wahrscheinlich auch noch Schlüssel finden. So, machen wir mal ein bisschen mit dem Staubsturm voran.
wieder an der alten Frau in ihrem kleinen, in ihrer kleinen Hütte vorbei. Oh, durch euch durch hier. Da ihr mir scheinbar keine Ruhe geben wollt. Aber ihr gebt mir wenigstens Geld. Oder ein Level Up. Gesundheit oder Fidget? Fidget. Gesundheit ist gerade nicht ganz so wichtig. Was haben wir eigentlich noch an Bauplänen? Dafür bräuchten wir Kobold heute und dafür bräuchten wir einfach nur Metallschrott. Das wäre die nächste, wahrscheinlich die nächste, das nächste Upgrade, die Zunderklinge, die ich machen würde. Und gibt einen ganz schönen Boost auch bei Fidget. Regelmäßig haben wir nämlich nur den schmutzigen Ring. Und hier tragen wir ja schon die beste Rüstung. Also gut, dann mal ab in den Wald. Jetzt hockt Fidget wieder da und futtert. Sieht irgendwie cool aus. Wald von Abadis. Oh, und da sind auch schon Kobolde. Gebt mir eure Häute. Erstmal Speicherpunkt. Ach, normale Gegner gibt es auch noch hier. Hm? Da hoch scheinen wir nicht zu können. Deswegen gehen wir einfach mal weiter. Genau, Kobolde. Gebt euren Häuten. So. Na, das ist gerade noch relativ einfach. Hm? Ah, Kobolde. Ich nehme an, dass das Kobolde sind, so wie sie aussehen. Aber bis jetzt leider keine Koboldhaut. Nö, keine einzige. Okay, Gelb ist ein Händler. Dann wären vielleicht da ein paar Heil-Items nicht schlecht. Weil wir wissen nicht, was noch vorauskommt. So, du noch. Hier runter oder da oben weiter? Dann erstmal hier oben weiter. Und auf den Boden der Tatsachen mit dir. Hm? Obwohl, ich gucke mal hier unten lang. Hier ist ein Lager. Mit Metallschrott. Normalen Schrott. Hm? Und eine Truhe, die wir öffnen können. Das mache ich auch mal. Oh. Viele Nüsse. Ich glaube, wir benutzen mal das schwächere Heilzeug. Oh, jetzt haben wir sogar ein Koboldöl bekommen. Das will ich gar nicht mehr brauchen. So, benutzen wir mal etwas von dem schwächeren Heilzeug, um uns hochzuheilen. So. Haben wir auch neue Materialien. Ja, eine Ach so, das sind AWs heißen die. Das heißt, die Kobolde sind was anderes. Okay. Gut zu wissen. Und das war wohl eins ihrer ersten Lager. Das wir jetzt einfach mal so gestürmt haben. Hier hoch, hier hoch.
Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle mache ich erst einmal einen Cut. Bis gleich.